Wenn der Spruch »Scherben bringen Glück« nur ein wenig wahr wäre, dann wäre der gute Meister Eder aus dem Glück überhaupt nicht mehr herausgekommen. Scherben gab's bei ihm diesmal eine ganze Menge, Weihnachtsscherben sozusagen. Aber ich will nicht zu viel vorher verraten. Es ging damit an, dass jemand den Meister Eder gefragt hat, ob er nicht einen alten Anzug zu verschenken hätte. Und der gute Meister Eder hat versprochen, im Kasten auf dem Speicher nachzuschauen. Als der Pumuckl Kasten und Speicher hörte, war er gleich begeistert, denn Speicherkram ist für einen Kobold eine feine Sache. Der Pumuckl würde sich gerne öfters dort oben herumtreiben, aber der Meister Eder ist ein ordentlicher Mann und er hat alles so in Schachteln verstaut und zugebunden, dass sich der kleine Kobold schwer tut, an etwas heranzukommen. Als der Meister Eder den Schrank öffnete, war es für den Pumuckl, als täte sich eine Schatzhöhle vor ihm auf. Ui, ui, viele Schachteln, ja, hast schau du nur. Da. Kleine und große. Und, ja. Und da ist sogar eine silberne. Die ist nicht silbern, sondern blechern. Ja, ja. Und was ist da drin? Lauter alte Schlüssel. Ui, ui, was ist denn in der Schachtel? Oh, ja. Da hängt ein silberner Faden. Ja. Ein echt silberner Faden. Sieh doch nur. Den kannst du haben. Das ist ein Lametta-Faden. Ui, Maletta. Da, Maletta. Was ist denn ein Maletta-Faden? Nein, Lametta. Nein, Lametta-Faden. Wie kommst du denn auf sowas? Erinnerst du dich nicht? Solche Fäden sind letztes Jahr an unserem Christbaum gehangen. Ach, das ist ein Christbaumfaden. Dann darf ich mir den ja gar nicht um den Hals hängen. Meinst du, weil ich dich sonst mit einem Christbaum verwechsle? Ja, hänge ihn dir nur um. Hm? Ah, da ist ja der Anzug. Hoffentlich sind keine Motten reingekommen. Du, sind in der Schachtel noch viele solche Fäden drin? Ah, kann schon sein. Oh, und was ist noch in der Schachtel? Nichts für dich. Ich muss wieder runter. Ach, lass mich bitte hineinschauen, nur ganz schnell. Nein, zu guter Letzt zerbrichst du was und das kann ich jetzt nicht brauchen. Also, weißt du, wenn ich ganz vorsichtig hinschaue und überhaupt nicht schnaufe und meine Hände ganz auf den Rücken verstecke und wenn ich dann ganz leise auf der einen Zehenspitze... Musst du überall deine Nase drin haben. Ich verspreche dir, dass ich meine Nase draußen lasse. Schau, pass mal auf. Also, ich halte jetzt meine Hand... Vor meine Nase? Ja. Ach so, dann kann ich sie ja nicht auf den Rücken. Dann tue ich meine Nase auf den Rücken. Na, das geht auch nicht. Warte mal, ich drehe jetzt meine Nase nach der anderen Seite und meine Hände auf den Rücken. Und dann kannst du ja nichts mehr sehen. Doch, ich schiele. Guck also, mal, ich schiele. Aber eigentlich macht man die Schachtel vor Weihnachten nicht auf. Da sind nämlich Christbaumkugeln drin. Aber damit du Ruhe gibst, bitteschön. Ui, wie schön. Ja? Silberne und rote und grüne und echt goldene und so rund sind die alle, so glänzig, glitzerig rund. Hast du es jetzt gesehen? Nein. Trotzdem, nein. Schluss jetzt. Eine. Was eine? Kann ich nicht eine Kugel haben? Erst an Weihnachten. Dauert ja nicht mehr lang. Aber vielleicht eine Vorweihnachtskugel. Ich habe ja auch schon einen Vorweihnachtslamettafaden. Ja. Nur zum Anschauen. Ja, und zum Runterwerfen. Nein. Die Kugeln gehen ja so schnell kaputt. Letztes Weihnachten sind zwei kaputt gegangen. Und jedes Mal passiert was. Also ich gebe dir mein Klabauter-Kobolds-Ehrenwort, dass ich sie nur anschaue. Weißt du, du kannst sie ja ganz hoch, da oben an die Decke hängen, wo ich nicht hinkomme. Ja, bitte. Na bitte. Ja, ich überlege mir. Also, wenn du jetzt die Schachtel zumachst und alles absperrst und runtergehst und dann überlegst du, dass ich doch eine Kugel zum Vorweihnachtsfreuen bekomme, dann musst du ja wieder hinaufsteigen und alles aufsperren und die Schachtel aufmachen. So viel Arbeit. Aber weißt du, wenn du jetzt gleich... Also von mir aus. Ja. Aber eines sage ich dir. Ja. Ich kaufe keine neuen Kugeln. Um jede Kugel, die du kaputt machst, hängt eine weniger am Baum. Ja, das wäre ja schade. Andächtig schaute der Pumuckl zu, wie der Meister Eder eine schöne rote Kugel aus der Schachtel nahm und dazu auch noch Lametta und sie vorsichtig in der Hand hielt, während er den Schrank wieder absperrte. Die Treppe hinunter in die Werkstatt wagte der kleine Kobold überhaupt kein lautes Wort. Der Meister Eder merkte das und musste lächeln, und es fiel ihm ein, wie er als Bub glücklich gewesen war, wenn er vor Weihnachten schon den Duft von Tannenzweigen gerochen hatte. Nun, für einen Adventskranz war in der Werkstatt zwar kein Platz, aber ein Tannenzweig ließe sich schon irgendwo über Pumuckls Bettchen anbringen, den er mit der Kugel und den Lamettafäden schmücken könnte. Und so geschah es auch. Könnt ihr euch vorstellen, was für eine Seligkeit das für den kleinen Kobold war?
Also ich leg mich jetzt den ganzen Tag in mein Bett und schau die Kugel an. So? Und wenn ich die Augen zumache, dann mache ich sie ganz schnell wieder auf. Aha. So, weißt du, so, guck mal, so, so. Ja. So. Und dann ist immer und immer und immer die Kugel hoch genug hängt sie auch, dass du sie nicht erreichen kannst. Ui, ich sehe mich in der Kugel. Ja. Habe ich da einen ganz dicken Bauch? Guck doch mal. Und wenn ich den Kopf hochstrecke, was für ein dicker Kopf und ein ganz dünner Bauch. Ja. Lustig, ja? Ist das komisch? Ich bin ein Kugelpumugel. Je nachdem, weißt du, wie ich mich drehe, da wird immer was anderes von mir. Dünn und dick und dick und dünn. Schau doch mal, wie ich jetzt aussehe. Lass nicht so. Du bläst ja alle Lamettafäden durcheinander. Weißt du, aber durcheinander geblasene Lamettafäden sind sehr schön. Ach wo, die müssen doch senkrecht herunterhängen wie ein silberner Regen. Ich will keinen Regen, ich will Wedel, Glitzer, Glimmer durcheinander. Schau nur, wie das glitzert und glitzert, wenn ich blase. Geh, ganz verwurschtelt sieht das jetzt aus. Nein, schön ordentlich müssen die herunterhängen. Schau, so. Oh. Die Kugel. Guck. Die ist jetzt das zugegangen. Das warst du mit deinen dummen Regenfäden. Du bist an die Kugel hingekommen und jetzt. Nur weil du keine gewedelten Silberfäden willst. Diese Kugeldrähte halten aber nichts aus. Habe ich's nicht gesagt, dass das Zeug immer gleich gehen wird? Jetzt sind es lauter Scherben. Und der Pumuckl kann nicht mehr einen dicken Kopf oder dicken Bauch oder dicke Nase spielen. Und nicht drunter schlafen und drunter Augen auf und zu machen und die Kugel sehen. Nur Scherben kann er noch sehen. Ja, jetzt hör auf mit der Jammerei. Da geht doch die Welt nicht unter. Aber der Pumuckl geht unter. Na. Unter die Decke. Und schaut nie mehr heraus bis Weihnachten. Und an Weihnachten ist dann eine Kugel weniger am Baum. Okay, das lässt sich doch reparieren. Gell, das lässt sich eben nicht reparieren. Kannst du die vielen, vielen Scherben wieder zusammenkleben? Nein, eine andere Kugel kann ich runterholen. So ist's ja auch wieder nicht. Ach, du willst? Ja, von mir aus. Holen wir halt eine andere runter. Ja, holen wir eine andere. Aber unter einer Bedingung. Ja. Du bläst nicht wieder alles durcheinander. Nein, ich blase nicht. Ich schnarche nicht einmal, wenn ich schlafe. Weißt du, ich tue ganz gut, einfach. Ist schon gut. Also holen wir eine neue. Ja, holen wir eine neue. Lass du die Ruhe. So gingen der Meister Eder und sein Pumuckl noch einmal in den Speicher. Wieder wurde der Schrank geöffnet und der Herr Eder holte wieder eine rote Kugel aus der Schachtel. Der Schrank wurde verschlossen und dann gingen sie die Treppe hinunter. Denn? Geh nicht so laut. Warum? Die Kugel ist so dünn und wenn du so laut gehst... Ach, das tut dir nichts. So zerbrechlich ist deine Kugel auch wieder nicht. Hast du sie auch ganz fest in der Hand? Natürlich. Und die Drähtchen? Ja, die biege ich dann ein wenig besser auseinander, dann hält der Stöpsel da oben drauf auch besser. Oh, bitte nichts an der Kugel biegen. Nicht an der Kugel, sondern da oben. Schau. Ich will noch näher schauen. Lass mich mal gucken. Ich sehe nichts. Ja, gleich dann in der Werkstatt. Da darfst du sie dann näher anschauen. Darf ich es dann auch ein bisschen, also ganz ein kleines bisschen streicheln? Nein, lieber nicht. Ich möchte so gern die Kugel auch in der Hand haben. Nein, das kommt nicht in Frage, sonst haben wir gleich die nächsten Scherben. Die Kugel! Die schöne Kugel! Ja, Kreuz, Birnbaum und Hollerstaunen! Kreuz, Birnbaum, darf denn das sein? Ah, da stiegen wir hin, das soll doch der Kuckuck holen. Da bleibt man doch auch so leicht mit dem Ärmel hängen. Du hast sie auch nicht richtig festgehalten. Ich hätte die Kugel viel fester gehalten als du mit beiden Händen und nicht nur mit einer. Wenn ich doch sag, dass ich hängen geblieben bin. Ja, aber bei zwei Händen, da sind es zwei Ärmel und da kann man dann ruhig mal mit einem Ärmel hängen bleiben, weil man ja noch einen zweiten Ärmel hat, der nicht hängen bleibt. Jetzt red doch keinen Unsinn. Ich red keinen Unsinn. Du wirfst alle Kugeln kaputt und nicht der Pumuckl. Das habe ich doch auch nicht behauptet, dass du's warst. Aber gedacht. Aber du mit deiner Rederei da und da schaut man auf die Drehdeln und auf alles Mögliche und dann... Ich rede nie mehr. Und ich krieg nie mehr eine Vorweihnachtsfreude über mein Bett. Und ich freue mich überhaupt nie mehr. Und ich bin doch immer an allem schuld. Ach wo, das habe ich bloß so gesagt. Ich bin doch selber schuld. Und was machen wir jetzt? Zusammenkehren. Und sonst gar nichts. Nein, ich mag nicht mehr. Glaubst du denn, ich renne da und trepp auf, trepp ab? Immer noch eine Kugel und noch eine. Und die nächste wirfst dann du hinunter. Nein,
Ich habe auch noch was anderes zu tun. Der Tannenzweig ist auch so mit Silberfäden ganz nett. Ich blas alle durcheinander, alle ja, Fäden. Ja, von mir aus. Ich blas so lange, bis sie ganz scheußlich sind. Dann blas. Ich will aber gar nicht blasen. Ich will eine Kugel haben. Ich will Herzhüpfen haben, wenn ich sie anschaue. Und Herzklopfen heißt's. Nein. Mein Herz ist gehüpft. Es war so schön. Na ja, eigentlich kannst du ja nichts dafür. Überhaupt nichts kann der arme, kleine, liebe, brave Pumuckl dafür. Also gut, sollst deine Kugel haben. Aber diesmal hole ich gleich die ganze Schachtel herunter. Dann hört sich wenigstens die Rennerei auf. Die ganze Schachtel? Ja, Dann gehe ich diesmal nicht mehr mit in den Speicher. Weißt du, dann kann ich auch nichts reden und du trägst sie allein herunter und du gehst ganz weit weg von dem Stiegengeländer. Am besten, du ziehst alle Ärmel aus und ich setze mich inzwischen still in mein Bett und mache ein Christbaum-Kugel-Gedicht. Ja, das tust du. Ja, das tue ich. Die Kugel auf dem Speicher, tralalalala. Der Meister Eder holte Handbesen und Kehrschaufel und kehrte die Scherben zusammen. Dann ging er zum dritten Mal in den Speicher. Der Pumuckl setzte sich tatsächlich inzwischen in sein Bettchen und wartete geduldig, bis der Meister Eder wiederkam. Soderle? Ui, die ganze Schachtel. Und du hast alle heruntergetragen und keine einzige... Ja, das wäre ja noch das Schönere, wenn ich die alle hätte fallen lassen. So dumm bin ich doch auch wieder nicht. Ja, das stimmt allerdings. So, jetzt hängen wir die Kugel noch auf und dann ist Ruhe. Ui, das ist eine schöne rote Kugel. Nein, diesmal eine silberne. Rot ist aber viel schöner. Silbern sind ja schon die Fäden, weißt du? Wirst sehen, wenn alles silbern ist, dann glitzert's doch viel mehr. Ja, mehr vielleicht schon, aber es glitzert dann nicht rot. Schau, Pumuckl. Jetzt sind schon zwei rote Kugeln kaputt. Ja, vier waren's bloß. Ja, dann haben wenn wir jetzt noch wirklich zwei. Noch einmal eine kaputt dann ging, haben wir noch eine. Dann hätten wir an Weihnachten nur noch eine. Ja, das habe ich ja gerade gesagt. Ja, da hast recht. Eine einzige rote Kugel am Baum. Mhm. Ach, das wäre doch nicht schön. Silberne Kugeln dagegen habe ich noch viel mehr. Ja, und dann kommt ja noch was dazu. Ich habe sie ja gar nicht kaputt gemacht. Du hast doch immer alle kaputt gemacht. Egal, wer es kaputt macht, so. Jetzt kommt eine silberne hin. Eine silberne oder gar keine. Also gut, eine silberne. Da, schau, die ist doch schön. Die nehmen wir. Nein, die da. Die glänzt noch silbriger. Gut. Was hast du denn? Nichts, nur Angst. Vorsichtig. So, das Drederl ist auch fest drin. Die können wir jetzt ruhig aufhängen. Herrschaftszeiten! Erschreckt mich doch nicht immer so. Ich habe nur gedacht, dass deine große Hand die kleine Kugel erdrückt. Keine Spur. Also, willst du es mehr in der Mitte von dem Zweig oder weiter vorne? Also direkt über meinem Bett vor allen Dingen. Also in der Mitte. Jetzt hätte ich's fast fallen lassen. So hast mich erschreckt. So, jetzt hängt's. Ja, jetzt hängt sie da. Und glitzert und glitzert und glatzert und glitzert. Habe ich's nicht gesagt, dass sie in Silber auch schön ist? Tschu, sehr schön. So, jetzt arbeite ich aber weiter. Du kannst spiegeln, solange du willst. Vorhin war der Pumuckl rot gespiegelt. Jetzt ist er nur noch... Hör auf! Oh, rot war aber viel schöner. Trotzdem legte sich der Pumuckl in sein Bettchen unter die Kugel und guckte sie versonnen an. Der Meister Eder stellte die Schachtel mit den restlichen Kugeln und fing wieder zu arbeiten an. Fast eine Stunde lang herrschte Friede in der Werkstatt. Bist müde? Nein, aber die Kugel ist sehr langweilig. Du musst sie auch nicht ununterbrochen anschauen. Das wäre mir auch langweilig. Ja, die rote Kugel war nicht so langweilig. Keine Kugel kann man ununterbrochen anschauen. Das hat nichts mit der Farbe zu tun. Doch. Nein? Doch. Lass mich doch bitte noch einmal eine rote Kugel anschauen. Das geht jetzt nicht mehr. Wieso? Ich habe schon den Deckel auf die Schachtel und die Schachtel da aufs Regal gestellt. Aber den Deckel kann man doch wieder runter machen. Nein, das kann man nicht. Doch. Nein. Doch, das darf ich mal probieren. Birnbaum und Hollerstaun. Ist jetzt keine Ruhe. Der Pumuckl will doch bloß schauen. Du musst die Kugel ja gar nicht aus der Schachtel herausnehmen. Weißt du, wenn man sie nicht aus der Schachtel nimmt, dann kann sie ja auch nicht herunterfallen. Also dann kann sie nicht mal dir herunterfallen. Pumuckl, ich hab dir gesagt, dass jetzt Ruhe sein soll. Oh, bitte nur ein ganz, ganz kleines bisschen den Deckel hochheben. Pumuckl, wenn du noch einen Ton sagst, dann trage ich die Kugeln wieder auf den Speicher. Nein,
wenn du sie auf den Speicher trägst, dann lässt du sie bestimmt fallen. Lass die Schachtel lieber da. Ja, und kaum bin ich aus der Werkstatt draußen, dann machst du doch den Deckel auf. Nein, ich sperr's lieber weg. Und zwar gleich. Und hier. Dann sperr sie doch weg. Das tue ich auch. Na dann, tu das auch. Ah. Ah. Ja, sowas. Oh, kaputt. Alle. Alle. Ja, darf denn das sein? Bin ich denn nicht noch dümmer? Hat man sowas schon gesehen? Stolper ich doch da über das Brett. Jetzt haben wir nur noch eine Kugel. Nur noch eine silberne. Ein Baum mit nur einer Kugel, das ist ja überhaupt kein Christbaum. Oder ist ein Christbaum mit nur einer silbernen Kugel vielleicht schön? Nein, Pumuckl, eine ist zu wenig. Dann werden an Weihnachten alle Menschen einen glitzerigen Christbaum haben, nur wir nicht. Ja. Und alle Menschen werden sich freuen, nur wir nicht. Und alle Pumuckl. Und wir pappen die Scherben darauf, die glitzern so auch, meinst du nicht? Ja, doch. Die glitzern so auch. Und sogar zweifarbig. Innen silbern, außen rot oder grün. Ja. Und manche sind auf beiden Seiten silbrig. Das ist sehr komisch. Ja, und Scherben sind es jetzt doch viel mehr, als es vorher Kugeln waren. Doch viel mehr Scherben. Mit den Scherben wird der Baum von oben bis unten bunt werden, ha, wenn wir es draufpappen. Ja, ja. Viel bunter als mit den Kugeln. Ja, das ist wahr. Es ist zwar nicht mehr alles so rund, dafür ist es aber bunt. Ui, das reimt sich. Es ist nicht rund, doch ist es bunt. Siehst du, Pumuckl, so gefällt's mir schon besser. Bist du gar nicht traurig? Pumuckl, wenn die Kugeln wieder ganz werden täten, dadurch, dass ich recht jammere, dann tät ich jammern. Ja, dann täten aber wir zusammen jammern. Aber wenn das Jammern überhaupt nichts nützt, gibt es immer nur eines. Schauen, dass man das Beste aus dem macht, was einem bleibt. Ah ja. Das ist wahr. Da gibt's auch einen Spruch, kenne ich da. Wer so wird wegen Scherben gleich sterben? Hast du gemerkt? Das ist ein Spruch, hat sich gereimt. Ja. Aber weißt du, ganz lustig bin ich eben trotzdem eigentlich nicht. Aber du wirst noch lustig werden. Jetzt wart doch erst einmal Weihnachten ab. Ja, ja, schon, aber davon werden die Kugeln ja auch nicht wieder ganz rund. Wer weiß, Pumuckl, mit Weihnachten hat es so seine eigene Bewandtnis. Da wird manches wieder ganz, was zuerst gar nicht so ausgesehen hat. Vielleicht auch rote Kugeln. An Weihnachten haben dann an Meister Eders Christbaum natürlich keine Scherben geklebt, sondern es hingen lauter neue, bunte, glitzernde Kugeln daran. Und der Pumuckl hat sich darin mal grün, mal rot, mal blau, mal silbern spiegeln können. Und jeder kann sich vorstellen, wie vergnügt und glücklich der kleine Kobold dabei war. Ui, wie schön! Oh, rot und grün und gelb und braun, schöner Weihnachtsbäumchentraum, blau und silber, grün und gold, für den Pumuckl-Kobold.